Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge unserer Adventskalenderserie mit dem 1. FC Kaiserslautern. Unser Kader mittlerweile wohl einer der stärksten in Deutschland, würde ich einfach mal abschätzen. Wir haben nur noch ein paar kleine Baustellen, wie die Linksverteidigerposition, eventuell auch die Innenverteidigerposition noch ein wenig und die Rechtsverteidigerposition. Das soll aber auch in den nächsten Jahren ausgebessert werden und dann steht dem ersten Champions League Titel eigentlich gar nichts mehr im Weg. Nachdem aus unseren Jugendscout-Berichten nicht ein einziger interessanter Spieler rausgekommen ist, steht jetzt das erste Champions League Achtelfinale vor der Tür. Wir sind zu Gast beim FC Chelsea in London und ich hoffe natürlich, dass wir hier überzeugen können. Wie gesagt, als persönliches eigenes Ziel habe ich mir einfach mal das Viertelfinale gesetzt. Dafür müssten wir gegen City, nicht gegen City, dafür müssten wir gegen Chelsea weiterkommen. Und der Vorstand, ihr habt es ja gesehen, der möchte, dass wir den DFB-Pokal gewinnen, die Liga und dazu auch noch die Champions League. Im DFB-Pokal sind wir ganz früh raus, aber eventuell schaffen wir es dafür in der Champions League ein wenig weiter. Ich bin gespannt, 70 Minuten gespielt und es sieht danach aus, als wenn wir in London, ja, es bleibt dabei 0:0 spielen. Nach dem Rückspiel ist dann vor dem Hinspiel eine Trainingseinheit, werden wir davor noch absolvieren. Derzeit im Training Janssens, Jugendspielerfestdräte ebenfalls Yildiz, für mich der neue Linksverteidiger der Zukunft, wie gesagt, und Dubois und Türkoğlu, unsere beiden zukünftigen Innenverteidiger, die möchte ich einfach noch ein bisschen weiter fördern. Und dann geht es jetzt rein ins Spiel gegen Chelsea. Wie gesagt, wir müssen hier jetzt fast schon gewinnen, das 0:0 im Hinspiel ist alles andere als eine gute Ausgangssituation, aber ein Sieg ist definitiv drin. Mameri steht auch tatsächlich das allererste Mal, glaube ich, in der Startelf in der Champions League. Ich bin mir zumindest relativ sicher, ihn davor noch nicht gesehen zu haben. Dosu mit dem 1:0 in der 7. Minute. Allerdings wird ein Ausgleich hier halt alles drehen. Das wisst ihr bereits und deswegen hoffe ich, dass es hier tatsächlich dabei bleibt. Yildiz mit dem 2:0, das ist stark. Warum ist er überhaupt in der Startelf, frage ich mich gerade. Ist unser anderer Linksverteidiger Blondeau verletzt oder rot gesperrt? Ich bin mir da nicht sicher. Wir gewinnen auf jeden Fall 2:0 und stehen damit in der nächsten Runde. Und Blondeau, keine Ahnung, der muss gesperrt gewesen sein oder sowas. Das Viertelfinale, was jetzt ansteht, wurde von mir als Ziel betitelt. Wie gesagt, das ist unsere zweite Champions League-Saison. In der ersten wollte ich gerne das Achtelfinale erreichen, in der zweiten das Viertelfinale. Ich denke, das sind recht realistische Ziele, aber ihr wisst es, unser Vorstand hat noch ein wenig mehr Ziele oder ein wenig höhere Ziele und die wollen wir natürlich auch erreichen, damit wir hier nicht von unserer Jugendmannschaft getrennt werden. Denn ansonsten feuert uns nachher der Trainer. Yildiz ist, glaube ich, jetzt stärker als unser derzeitiger Linksverteidiger, beziehungsweise gleich stark, aber sollte jünger sein und damit sollte er der Startelf-Spieler sein. Wir können die beiden direkt mal vergleichen, wie das denn so aussieht. Ratingmäßig sind beide, wie gesagt, genau gleich. Yildiz hat eher seine Stärken in der Aggressivität, im Abfang und Blondeau ist eher der schnellere Spieler, also da können wir bei der Simulation ruhig auf beide setzen. Aber hier, ihr seht es, 21:25, das ist natürlich ein ordentlicher Altersunterschied und deswegen rutscht jetzt Yildiz in die Mannschaft, in die Startelf. Konnte auch schon zuletzt gegen Chelsea überzeugen, wo er denn auch den Treffer zum 2:0 gemacht hat. Und deswegen, ja, vertraue ich ihm einfach mal und stelle ihn hier in Mannschaft 1 vor dem Spiel gegen Inter Mailand. Sollte doch durchaus möglich sein, also ich bin jetzt der Meinung, Inter Mailand sollte eine machbare Mannschaft sein, haben Manchester United rausgekickt, Tottenham scheinbar in der Gruppe gehabt. Ich bin gespannt. Skriniar ist noch am Start, De Ligt. Junge, was ist das für eine Defensive? Tierney Ouedraogo, den kenne ich nicht. Aber Horn im Tor, Bärschen, Dombele, das ist eine Mega-Mannschaft. Das muss ich ganz ehrlich sagen, auch auf der Bank ein Akanji, ein Didi, das ist wirklich eine starke Mannschaft, aber wir führen mittlerweile nach 1:0 Rückstand durch Mina mit 2:1 durch die beiden Tore von Sangare und Kaiser und Mina nochmal mit dem 2:2. Ich denke mal, es handelt sich dabei um Santi Mina und kein Regen. Also da ist, denke ich mal, bei Inter Mailand noch recht viel von den realistischen Profis am Start. Und damit geht es rein ins Rückspiel. 2:2 Hinspiel in Mailand geht aber eigentlich ganz in Ordnung.
Jetzt schauen wir mal gemeinsam nochmal in unser letztes monatliches Scouting-Update. Wie gesagt, ich habe da die Kriterien auch nochmal ordentlich nach oben geschraubt. Für mich muss jetzt ein Spieler am Anfang hinten 93 oder 94 stehen, aber ein 88er ETC bringt uns nicht weiter. Und ein Marktwert von mindestens 200.000. Er zum Beispiel passt dort ins Szenario rein, hat sein 94er Potenzial und dazu ein Marktwert von 300.000. Das ist in Ordnung. Schauen jetzt mal die weiteren durch, aber... Wenn ich das so recht sehe, wird da nichts mehr Ordentliches dazukommen, außer die letzten beiden. Die sind beide noch sehr interessant, die könnten nochmal reinkommen. Er schafft es zumal und er schafft das wahrscheinlich auch ganz genau. Drei neue Spieler aus, in welchem Land waren wir gerade? Slowakei? Ich bin der Meinung, wir waren als erstes in der Slowakei. Jetzt geht es nach Kanada und da schauen wir auch einmal durch, ob wir dort irgendwas Interessantes finden. Linksverteidiger 91, leider nicht. Rechtsverteidiger, da hätte er es geschafft. Er ist leider schon weg. Wäre aber auch ein interessanter Mann. Und warum haben wir überhaupt so viele Spieler? Ich habe jetzt im letzten Scouting-Bericht erst alle entfernt. Und trotzdem kommt es mir hier vor, als wenn hier 20.000 Spieler zu viel drin sind. Es müsste eigentlich sogar so sein, dass es eine Maximalgrenze gibt. Und wenn ich die nicht vorher aussortiere, dass sie dann in einem Zwischenspeicher gespeichert werden und mir jetzt alle angezeigt werden. Das müsste es sein. Victor Clark, 1,1 Millionen Marktwert, sehr, sehr interessant. Leider zu wenig. Und ansonsten wäre es das jetzt, glaube ich, hier in Kanada gewesen. Das letzte Land ist dann jetzt nochmal Japan. Da haben wir tatsächlich bisher schon ein paar interessante Talente gefunden. Und vielleicht auch in diesem Jahr nochmal den ein oder anderen Startelf-Spieler. Ich würde da auf jeden Fall nicht nein sagen. Ich bin aber eigentlich eher relativ pessimistisch eingestellt dazu, dass diese Spieler es eventuell nochmal irgendwann in die Startelf schaffen könnten. Wir haben jetzt noch 6 Tage vor uns. Und da glaube ich, er wäre zum Beispiel auch interessant, hätte er ein besseres Potenzial gehabt. Aber ich glaube in 6 Tagen nicht, dass es da irgendjemand nochmal auf den 90 schafft. Und das bedeutet, wir werden jetzt wahrscheinlich in der nächsten Folge das Training, denke ich mal, oder beziehungsweise nicht das Training, sondern die Jugendscouts einstellen, bin ich der Meinung. Was sich auch schon in den letzten Folgen wieder verhäuft gewünscht worden ist, ist, dass wir die Nummern wieder ein wenig umstellen. Da könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier irgendeine Nummer habt, die unbedingt eine andere sein soll. Was jetzt verhäuft in den Kommentaren war, da kann ich mal hingehen, ist auf der Sturmposition, dass Rivera da seinen neuen verliert an Neumann, der ja in den letzten Jahren sich zum Stammspieler hier entwickelt hat. Das habe ich ja damals schon angesprochen, dass Neumann dort irgendwann Stammspieler wird. Und ob er dann jetzt die 9 erhalten soll und Rivera wieder eine andere Nummer, das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wir starten jetzt allerdings erstmal rein ins Rückspiel. Hinspiel ging 2:2 aus, also wir haben definitiv Chancen, hier in die nächste Runde einzuziehen. Trotzdem sehe ich in Inter Mailand eine unfassbar starke Mannschaft. Saar, war der überhaupt vorne auf dem Platz? Der ist auch auf jeden Fall keine schlechte Personalie. Und auf Mina müssen wir dieses Jahr oder dieses Mal wohl doppelt aufpassen, denn der hat im Hinspiel doppelt getroffen und das müssen wir dieses Mal vermeiden. Benesch mit dem 1:1, damit wären wir weiter, 2:1, damit wären wir auch weiter. Dosu verschießt nochmal den Elfmeter, aber wir stehen im Champions League Halbfinale. Und jetzt könnte es sein, dass es das Duell gibt, wo sich entscheiden wird, wer letztendlich Meister wird. Beide Mannschaften mit extrem wenig Fehlern, ihr seht es auch, Dortmund und wir selber haben, wenn wir gewinnen, 10 Punkte Vorsprung auf Bayern. Wenn Dortmund gewinnt, hat Dortmund sogar 13 Punkte Vorsprung auf Bayern, dann wäre das sogar schon durch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier wirklich die Meisterschaft entscheidet. Entweder nehmen wir den Schwung mit oder es nimmt dann letztendlich doch Dortmund den Schwung mit. Wenn Dortmund gewinnt, sind sie sowieso 6 Punkte vor uns. Das wäre relativ doof, wenn sie das noch aufgeben. Ihr seht es, Dosu mittlerweile auch mehr Treffer als Neumann. Der geht in der Rückrunde natürlich ordentlich auf. Und ich hoffe auch, dass er jetzt im Spiel gegen Dortmund in Dortmund ordentlich aufgehen wird und den ein oder anderen Treffer beisteuert. Würde mich zumindest mega freuen. Ich schaue mir gerade mal die Mannschaft von Dortmund an und da bin ich ganz ehrlich, da sind schon welche bei, die natürlich Talente sind, aber mittlerweile schon auch recht alt sein sollten. Wir sind jetzt, glaube ich, im 10. Jahr oder sowas und Dahoud, 10 Jahre älter, da ist er nicht mehr der Jüngste und wir führen auch mit 2:0, Doppelpack von Neumann, kaum spricht man Dosu wieder an, trifft wieder der andere Spieler und letztendlich gewinnen wir mit 2:0 gegen Borussia Dortmund. Jetzt geht es dann mal wieder weiter in der Champions League. Neumann leider vorne in der Sturmspitze verletzt. Das bedeutet, da wird wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ist das Cengiz, der dann da reinkommt oder war das der Flügelspieler? Einer hieß auf jeden Fall so. Wir schauen jetzt gleich mal rein.
wer denn unser Stürmer ist, den ich gerne aufstellen würde. Aber wir lassen das den Assistenztrainer machen. Es ist Gülcek. Aber wer war denn Cengiz? Den hatten wir doch auch irgendwo. Da bin ich da komplett auf der falschen Spur. Ich war der Meinung, so einen Spieler hatten wir auch. Und ich war der Meinung, das war ein Flügelspieler. Ich sehe ihn jetzt allerdings nicht. Könnte aber auch sein, dass ich hier gerade blind am Start bin. Gürschewe haben wir. Na gut, vielleicht heißt irgendjemand so mit Vornamen. Ich war der Meinung, ich hatte das irgendwo gelesen. Aber scheinbar ist das falsch. Ich hoffe jetzt aber trotzdem, dass wir hier gute Leistung ohne Neumann abrufen können. Gülcek steht, wie ich gedacht habe, in der Startelf und Real Madrid wird alles andere als einfach. Konnten zuletzt Juventus Turin raushauen. Wir haben Courtois diesmal wieder im Tor. Letztes Mal, als wir gegen Real ran mussten, war Courtois nicht im Tor. Stimmt, die hatten wir letztes Mal auch schon am Start. Daran habe ich mich gerade eben gar nicht mehr dran erinnert, aber Courtois sollte auch schon nicht mehr der Jüngste sein, wenn ich ehrlich bin. Asensio mit dem 1:1, Sangaré bringt uns wieder mit 2:1 in Führung, damit die Treffer von Horn und Sangaré. Und diese Partie geht dann auch letztendlich mit 2:1 gewonnen. Jetzt geht es dann rein ins Rückspiel, wir haben gute Chancen aufs Finale und wie ich schon vorab angesprochen habe, das Finale wäre eine Partie, die wir selber spielen würden, da sich viele auch gewünscht haben, dass wir mal mit der Mannschaft jetzt selber auf dem Platz auftreten. Ja, immer noch Finals werden definitiv gespielt, DFB-Pokalfinale und Champions League, sollten wir uns für beides qualifizieren, dann nur die Champions League. In der Jugendschule haben wir tatsächlich einen neuen interessanten Mann gefunden, einen Innenverteidiger mit 84 bis 94er Potenzial. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus und ich würde einfach mal behaupten, die beiden hier könnten wir schon hochziehen. Ich werde jetzt erstmal nur Hiroshi Osagawa hochziehen, da er schon 16 ist und ich keine Lust habe, dass er hier aus der Jugendmannschaft raus möchte. Die anderen, die sind mir ehrlich gesagt hier, vor allem die beiden unteren, noch nicht gut genug gescoutet und er auch nicht. Ich möchte, dass da mindestens was mit 80 steht und nicht irgendwas noch im 70er Bereich, weil da ist das Potenzial in meinen Augen einfach noch nicht weit genug eingegrenzt und ich habe keine Lust, dass ich da einen 70er Potenzialspieler drin habe. Neumann mittlerweile 90, damit jetzt im Kader 1, 2, 3, 4 90er Spieler und so langsam entwickeln wir uns wohl zur besten Mannschaft aller Zeiten. Es geht rein in die Partie gegen Real Madrid. Neumann weiterhin auf der Tribüne. Kaiser mit dem 1:0. Das ist schon mal ein guter Start. Und ein kleiner Schritt Richtung Finale und dem ersten Spiel, was wir dann letztendlich natürlich auch selber machen werden. 15 Minuten gespielt. Es geht auch mit dieser Führung somit in die Halbzeitpause rein. 60. Minute, bisher immer noch keine Gegenwehr von Real Madrid. Und damit sollte es jetzt, glaube ich, gewesen sein. Real Madrid bräuchte 2 Treffer für die Verlängerung, das ist nicht mehr drin. Und wir gewinnen hier das Rückspiel auch mit 1:0 und stehen damit im Champions League-Finale. Und hier geht es dann für uns das erste Mal selber ran. Es geht jetzt rein ins Champions League-Finale. Wir treten an gegen PSG. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier im allerersten Spiel mit diesem Kader überzeugen können. Neumann leider verletzt, ihr seht es. Sehr, sehr belastend. Ich bin auch gespannt, wie sich die Spieler steuern lassen, denn man merkt meistens einen Unterschied zwischen Regens und normalen Spielern. Und ich tausche jetzt einfach Neumann hier mal runter. Und zwar für Gülcek natürlich und dafür nehmen wir einen neuen Stürmer mit. Und das ist wohl noch Rivera sogar, der hier als nächststärkstes ist. Ja, sieht so aus. Das heißt, Rivera kommt auf die Bank und dann würde ich sagen, können wir reinstarten in die Partie. Und ich hoffe natürlich, dass wir hier unseren ersten CL-Titel holen. Bei PSG konnte ich den Torwart schon erkennen und zwar hatten wir dort Donnarumma am Start, Kylian Mbappé haben wir hier auch, damit haben wir schon mal 2 Spieler hier identifizieren können. Ich wollte gerade sagen, ist das hinter Donnarumma De Ligt, aber ist es glaube ich nicht oder 2 dahinter, weil das, den hatten wir schon irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo, ich glaube bei Inter Mailand war er glaube ich am Start, also er könnte es nicht sein. Ich bin jetzt aber gespannt auf die Startelf Mbappé, die anderen Namen kann ich leider nicht lesen, ich bin aber echt gespannt auf die Startelf von PSG. Gegen PSG haben wir glaube ich bisher auch noch nicht gespielt und hier haben wir es. Donnarumma am Tor, davor Grimaldo, Retzos war es, Emanuelsson ist wahrscheinlich ein Regent, denke ich mal, ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher. Dann haben wir Vieira und davor Escobar und Dulare, Bailey, Antekoric, Walz und Mbappé vorne in der Sturmspitze. Und damit starten wir rein in die Partie gegen PSG und hoffentlich gehen wir hier mit 3 Punkten raus. Oh, da ist ganz, ganz viel Platz für unsere Nummer 7, für Kaiser. Und der legt den sich zu weit vor. Ich glaub's nicht. Mist, den hätte ich definitiv schon machen müssen. Das war eine hundertprozentige Chance. Schön aufgepasst jetzt von Neves. Damit könnten wir vielleicht
nochmal eine Chance bekommen. Und das ist Horn diesmal mit der Chance. Und ich schieße mit dem linken. Ich wollte ihn eigentlich einmal vorlegen. Ich glaub's doch nicht. Oh, da haben wir Kaiser. Flanke in die Mitte. Die ist gut. Und da ist es. Ist es Benedikt Dosu? Ja, es ist unsere Nummer 10. 13 Minuten gespielt. Und Dosu mit der 1:0-Führung. Und das ist definitiv nicht schlecht, nachdem wir jetzt gerade zwei Großchancen wirklich fahrlässig liegen gelassen haben, dass wir jetzt endlich hier zum Treffer kommen. So, jetzt könnten wir kontern über Sangaré, der wahrscheinlich nicht langsam ist. Pass geht wieder auf den Falschen, ich glaub's nicht. Und das wird es nicht sein. Richter passt gut auf. 25. Minute, große Chance auf Seiten von Paris. Und jetzt startet Dosu mal rein und der ist schnell, das wissen wir. Legt den Ball nochmal zurück auf Sangaré und der muss es machen, macht es aber nicht nach Kopfball. Das wird aber auch nichts. Und nächste Chance, Benedikt Dosu ist wieder durch und der Torwart hält ihn, ich glaub's nicht. Stark von Türkoğlu. Der Pass geht wieder ins Niemandsland, wo kein Mensch hin möchte. Und dadurch gibt es hier die Chance für Kylian Mbappé, aber Türkoğlu ist auch da. Und der macht das richtig gut. Jetzt braucht er Verstärkung dort. Mbappé geht nämlich durch. Und Türkoğlu ist da. Nächste Chance. Und Richter ist da. Komm, bleib am Ball, bleib am Ball, bleib am Ball. Oh, außen ist der Kaiser mit Platz. Kaiser kann es machen. Und Kaiser macht es nicht, weil Donnarumma eine Weltklasse-Parade hier rausholt. 63. Minute. Nächste große Chance. Aber der war auch exzellent gehalten. Sehr, sehr stark. Und dann prallt der Ball noch gegen die Latte. Oh, stark gemacht. Jetzt vielleicht der Doppelpack zwischen Dosu und wer auch immer das war. Ich glaube Sangaré, aber das war traumhaft gemacht. Und damit ist es wahrscheinlich die Vorentscheidung hier zum Champions League-Titel in der 73. Minute. Dosu mit dem Doppelpack. Und damit sollte jetzt hier eigentlich nichts mehr anbrennen. Und Tara macht das auch Weltklasse. Jetzt muss Dosu nur warten, dass die Verteidiger rausrücken. Dann könnte Gülşek da durchstarten. Der ist aber gar nicht so schnell wie gedacht. Gülşek lauft mal eine Lücke rein. Starker Pass auf Utara. Und das ist es. 3:0. Ich glaube, es ist aber Sangaré und nicht Utara. Jetzt macht PSG auf. Konzentriert sich hinten nicht mehr so wahrlich. Und wir kriegen die Lücken und machen hier das 2:0. Aber auch schöner Pass. Also muss man ganz ehrlich sagen, richtig, richtig schön herausgespielt. Und damit geht es hier verdient mit 3:0 in Führung. Okay. 3:1. Jetzt gibt es hier ein Torfestival. Ich komme nicht in den Zweikampf auf der Grundlinie. Die Flanke kommt gut und dann aus, ich glaube, es war weiter weg als der Elfmeterpunkt. Ich glaube, es war 15 Meter oder so, haut Richarlison den Ball da sowas von rein. Das will ich gerne nochmal sehen, aber das war wirklich ein Kopfball. Ah, Tick hier weiter weg als Elfmeter, vielleicht 12, 13. Aber na gut, vielleicht eher 12. Aber der Ball war schon hart geköpft. Richter kommt da nicht ran aus der Distanz, weiß ich nicht. Taucht er ein bisschen früh ab, aber 3:1, wenigstens haben wir davor noch das dritte Tor geschossen, sonst wäre es jetzt nochmal interessant geworden. Ich glaube es nicht, wenn es das jetzt das 4:1 gewesen wäre, dann wäre jetzt wirklich hier Torfestival ohne Ende eröffnet. Starker Pass von Dosu, Abnahme leider nicht ganz so ideal. Boah, stark gesehen wieder. Sangaré geht hier auf die Grundlinie und das ist der Elfmeter. Schöne Übersteiger und da holt er den Elfmeter raus im Zweikampf gegen, wer ist das? Ich kann es nicht genau sagen. Aber schön war das definitiv gemacht dort von Sangaré, der auch immer wieder durch seine Einzeltaten auffällt. Hier mit den Übersteigern und dann geht er an Escobar vorbei. Der foult ihn und jetzt Kaiser hier mit der Chance auf das Elfmetertor zum 4:1. Und den macht er souverän stark ins Eck und damit ist diese Partie durch. Wir gewinnen die Champions League im Jahr 2027. Ich bin mir gar nicht sicher, in welchem Jahr wir sind. Starker Ballgewinn von Utara. Jetzt der weite Ball auf Dosu, der im Sprintduell hier definitiv seine Vorteile hat. Geht da jetzt stark in die Mitte. Pass kommt auch auf Kaiser. Und der verstolpert den Ball so ein wenig. Es holt Sangaré den Ball allerdings wieder. Schön gemacht von Dosu. Flanke geht rein. Da ist allerdings niemand. Und damit beendet der Schiedsrichter diese Partie hier. Ich weiß gar nicht, wo wir spielen. Allerdings weiß ich, dass wir hier recht deutlich gewinnen, insgesamt mit 4:1 am Ende. Ab der 70. Minute einfach nochmal 4 Tore passiert davor. Recht wenig, richtig brisante Aktionen, aber letztendlich dann doch souverän gewonnen hier gegen PSG im Finale. Freut mich, dass wir uns hier wieder durchsetzen konnten.
und jetzt den allerersten Champions League Titel am 13. gar nicht am 13. Also Daten müsste man schon können, am 18. Dezember in der Hand halten dürfen. Hier ist der erste FCK. Ein Bild, was man wahrscheinlich in den nächsten Jahren im realen Fußball nicht sehen wird. Aber hier in FIFA ist das Ganze möglich. Wir können jetzt endlich den Champions League Titel durch überragende Jugendarbeit in die Luft heben. Dosu hier, Richter als Kapitän. Da gab es ja auch jetzt in dem letzten Video die Umfrage, ob Richter Kapitän bleiben soll oder Dosu. Das wird im nächsten Video aufgelöst und dann haben wir hier die Trophäe und damit kann ich auch vorwegnehmen. Ich weiß nicht, ob ich das gerade eben schon gesehen habe. Wir haben damit das Double, wir haben die Liga gewonnen und den Champions League Titel jetzt gerade eben gegen PSG mit 4:1 recht deutlich. Freut mich, dass wir da wirklich so gut aufgetreten sind. Und jetzt geht es noch einmal rein kurz auf die Liga. Da schauen wir nämlich nochmal rein. Da sind wir nämlich mit 4 Punkten vor Borussia Dortmund. Wir können auch nochmal schauen, wie es denn so mit den besten Torschützen aussieht. Da wurde Dosu noch überholt durch Da Costa Oliveira. Aber gut, insgesamt bin ich definitiv sehr, sehr zufrieden mit unserer Leistung. 2 Titel geholt von 3. Viel, viel besser kann es eigentlich nicht laufen. Natürlich sind wir im DFB-Pokal viel zu früh ausgeschieden. Ich hoffe, euch hat dieses Video unterhalten. Wenn ja, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und warum wir ein 65er Trainer-Rating haben, das weiß wohl nur EA. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.